Na gut, dann würde ich sagen, wo müssen wir noch hin? Wir müssen noch in Ryomas Labor, in den Pool. Also nicht in den Pool, sondern in den. In den Raum. Und. Ist das noch irgendwas? Nee, ich glaube, danach war es das schon, ne? Na gut. Ja, gehen wir zum nächsten Mal zu dem Pool, würde ich sagen. Und danach dann zu Ryoma. Oder nicht zu Ryoma, sondern in sein Zimmer wohl eher. In sein Labor, nicht in sein Zimmer. So, der Pool ist ja hier direkt nebenan. Man kann dort zwar nicht durch eine Tür direkt durch von der Turnhalle aus, aber das Fenster verbindet die beiden Zimmer miteinander. Oder wohl eher Hallen und nicht Zimmer. Für ein normales Zimmer ist das ja ein bisschen zu groß. Okay, Kaito. Ha, das hier ist also der Pool, ha? Es ist nicht wirklich wie ein Schulpool. Also das Fenster, das wir über der Bühne gesehen haben, verbindet diese beiden Zimmer miteinander, richtig? Der Täter ist wahrscheinlich von hier dort rein und wieder rausgegangen. Okay, schau dir alles an, okay? Du wirst es nicht selbst machen? Na gut, hier haben wir ja jede Menge, die wir uns anschauen könnten, ne? Fangen wir mal hier mit diesem Poolreifen an. Hier haben wir einen Schwimmreifen, der hier im Wasser ist. Okay. Lass mich raten. Irgendein Idiot hat hier nicht aufgeräumt. Oh no. Die Monocups. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass sie halt nicht mal durchkommen würden, ohne oftmals mit den Monocups reden zu müssen, aber nein. Schau uns nicht an. Ich mag Wasser nicht. Ich bevorzuge, Saft. Wir werden schwerer, wenn unser Stoff Wasser absorbiert. Gewicht zu verlieren ist somit echt ein Albtraum. Ich möchte im Wasser mit allen spielen. Es hört sich spaßig an. Weißt du, Monodam, das ist vielleicht eine gute Idee. Ich möchte jetzt auch irgendwie im Pool spielen, ja. Ja, wen interessiert schon Gewicht verlieren, hä? Huh? Ich glaube, die haben hier wirklich alle Angst vor Monodam, aber okay. Idioten, wir sind nicht hier, um zu spielen. Wir sind hier, um diese Bastarde in die Hölle zu bringen. Wir sind die Monocups, die gemeinsten und ekelhaftesten Maskottchen aller Zeiten. Wenn ihr das nicht versteht, dann werfe ich euch alle in den Pool. Ah, nein, bitte nicht. Monosuke, bitte höre auf. Können wir nicht einfach alle gut miteinander auskommen? Willst du damit sagen, dass wenn wir nicht gut miteinander auskommen, ich so enden werde wie Monokid? Okay. Warum seid ihr jetzt gekommen? Das hat jetzt wirklich gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich dachte, wir würden zumindest einen Hinweis oder so bekommen. Aber es waren anscheinend nicht die Monocups, die hier das Ding gelassen haben, sondern irgendjemand anderes. Nun, egal. Dieser Reifen steht wahrscheinlich nicht mit diesem Fall in Verbindung. Aber warum ist dieser Reifen an ein Seil befestigt? Wofür könnte das genutzt worden sein? Das ist interessant. Wo geht das Seil denn überhaupt hin? Das kann man hier gar nicht sehen. Warte mal, kann ich das hier nochmal aus der Nähe betrachten? Nee. Gut, das hier ist kein normaler Schulpool, eher aus so einer Ferienanlage, so ein Pool. Okay. Aber der Pool ist tief, aber nicht wirklich weit mit Wasser gefüllt. Das Wasserlevel hat sich aber noch nicht geändert. Okay. Kann ich mir den Reifen nochmal anschauen? Geht das? Ja, ach so. Man hat gesehen, dass das Seil nicht irgendwie bis zum Ende ging, ne? Das geht nur irgendwie bis hier. Kann man auch noch so leicht sehen, aber okay. Ja, ist das noch irgendwas hier? Ach, das Fenster natürlich, ne? Das ist das hier vielleicht? Normale Fenster sind ja hier immer von solchen Drähten blockiert, aber das hier ist normal. Das ist anscheinend nicht das Fenster, das wir uns anschauen sollten. Ist es das Fenster hier? Ah, genau hier. Hier sehen wir auch, dass das geöffnet ist. Okay. Das ist das Fenster, das wir vorhin schon mal gesehen haben, richtig? Ich meine, es ist ziemlich weit oben. Selbst mit einer Leiter würde man dort nicht rankommen. Ich stimme zu. Die Leiter kam gerade so an das Fenster ran. Und das war auf der Stage. Ja, ohne diese Bühne kommt man dort nicht ran mit der Leiter. Wenn das der Fall ist, dann wäre es schwer für jemanden gewesen, dort durchzugehen. Ja, da hast du vielleicht recht.
Ich meine, man sieht das ja. Das ist ja richtig weit oben, ne? Also schon ziemlich hoch. Und die Leiter dort war ja auch nicht ganz so groß. Na gut. Ja, ist hier sonst noch irgendwas? Dieses Zimmer hier vielleicht noch? Ha? Ist das... Was ist das? Eine elektrische Luftpumpe. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es elektrische Luftpumpen gibt, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend ja wohl schon. Ich verstehe. Damit könnte man mit Leichtigkeit einen großen Schwimmreifen auffüllen. Aber sonst gibt es hier nichts. Hm. Ja, war's da schon? Nee, anscheinend nicht. Hä? Fenster, Fenster, Fenster. Ich meine, dieser Sprungturm hier wird ja wohl nicht für irgendwas da sein, oder? Nee. Vielleicht diese Poolregeln nochmal? Irgendetwas stört mich an diesen Poolregeln. Dort steht... Oh no, Monokuma. Oh, man darf nicht in den Pool springen. Besonders nicht zu der Night Time. Wow, wo kommst du auf einmal her, ha? Huh? Ich meine, springen ist schon okay. Wenn man zum Beispiel vor ein Auto springen möchte oder vor einen Zug, das ist schon okay. Mach das übrigens nicht, das wäre, ziemlich schlimm. Aber während der Night Time darf man nicht in den Pool, verstanden? Man darf nicht während der Night Time schwimmen. Das wäre ein Regelbruch, richtig? Wenn irgendjemand die Regeln brechen würde, dann starten campusweit die Sirenen. Und dann wird diese Person von den Exisals umgebracht. So weit würdest du gehen, ha? Huh? Nun, bisher ist die Sirene nicht angegangen, deswegen wird auch noch niemand umgebracht. Noch nicht. Und nun, weil das der Fall ist, können wir annehmen, dass niemand während der Night Time in der Turnhalle oder in dem Pool war, richtig? Nun, zumindest niemand, der noch am Leben war. Hm. Man darf während der Night Time nicht schwimmen. Das sollten wir uns auch mal merken. Die Poolregeln könnten hier sehr wichtig sein. Okay, ist hier noch... ernsthaft? Oh, was ist denn hier noch? Machen wir mal hier so. Hä? Aber jetzt haben wir uns auch wirklich alles angeschaut. Warte, da ist noch irgendwas in dem Pool. Das habe ich gar nicht gesehen. Nee, warte, da ist noch irgendwas. Ah, Shuichi. Da, dieses... Ah, ein Stück Stoff. Hä? Dort ist noch etwas weiteres in dem Pool. Es sieht aus wie ein kleines Stück Stoff. Es ist einfach nur Müll, richtig? Darum müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir suchen immerhin nach dem Täter. Wir haben keine Zeit, hier den Müll aufzuheben. Ah, ja, aber... Vielleicht ist es nur meine Intuition, aber es stört mich schon etwas. Hm. Wir sollten versuchen, unserer Intuition zu vertrauen. Unserer Intuition als ultimativer Detektiv. Hey, Shuichi, hat dieser Pool wirklich etwas mit diesem Fall zu tun? Wir waren alle total aufgeregt, aber es scheint, dass es hier keine Hinweise gäbe. Nun, dieser Reifen stört mich immer noch. Ich weiß nicht genau, was er uns sagt, aber ich habe das Gefühl, dass er mit diesem Fall in Verbindung steht. Aber weißt du... Wenn dieser Reifen irgendwie mit diesem Fall in Verbindung steht, dann ist der Täter schon irgendwie etwas sorglos gewesen. Weil, wenn es mit diesem Fall in Verbindung steht, warum hat der Täter nicht einfach den Reifen aufgeräumt? Ihn einfach dort zu lassen, wäre das nicht ziemlich sorglos? Nein, selbst wenn der Täter den Reifen aufräumen wollte und wieder wegpacken wollte, hätte er das nicht tun können. Es gibt hier keine Stange oder irgendetwas, das man hätte nutzen können, um den Reifen wieder rauszuholen. Das Wasserlevel ist so niedrig, dass man den Reifen nicht einfach rausholen kann. Das stimmt natürlich. Aber warum springt man da nicht einfach rein und fischt ihn selbst raus? Mit der eigenen Hand, hä? Huh? Oh, das stimmt. Man darf nicht ins Wasser. Hm. Gut, damit hätten wir auch das hier alles uns angeschaut. Dann sollten wir jetzt mal zu Ryomas Labor gehen. So. Wo war das nochmal? Das war in diesem neuen Bereich, ne? Das Labor von Ryoma.
Das müsste in dem neuen... Ja, ich weiß schon, wo das ist. Okay, hier können wir uns auch vielleicht einfach mal teleportieren, weil das ja schon so ein bisschen weit weg ist. Moment. Menü. Ich finde das immer seltsam, wenn Menü nicht auf Start ist, sondern auf Viereck und so, ne? Aber das macht man ja heutzutage ziemlich oft. Aber ich bin das immer noch sehr gewohnt, dass das auf Start ist, natürlich. Wo war jetzt hier das Labor von ihm? Das war nicht hier. Nicht hier. Hier hätten wir das. Ne, das ist das... Ach, wir sollen in sein Zimmer gehen, ne? Stimmt, das Motivvideo von ihm. Das hatte ich komplett vergessen. Gut, dass es auf der Karte angezeigt wird, weil das hätte ich jetzt komplett vergessen. Haben wir seinen Schlüssel überhaupt mitgenommen? Weil den brauchen wir ja, um dort reinzukommen. Aber gut. Wollen wir dort mal vorbeischauen. Die Seite der Jungs wäre hier und das hier, das hier ist das Zimmer von ihm. Okay. Das hier ist also das Zimmer von Ryoma, ha? Also, wo ist sein Video? Ich sehe es hier nirgendwo. Hat er es vielleicht in das Bücherregal gepackt? Er hat gar kein Bücherregal, oder? Aber wir können ja mal uns hier die ganzen Schränke anschauen. Ha? Das ist seltsam. Ich kann das Ding nirgendwo finden. Ich verstehe. Also können wir es nicht finden, ha? Das ist okay. Das an sich ist ebenfalls ein Hinweis. Ha? Was meinst du damit? Nun, weißt du, wenn wir annehmen, dass das Motivvideo das Motiv für diesen Fall war, dann besteht eine große Chance, dass Ryoma das Motivvideo von dem Täter hatte. Wenn das Motivvideo dieser Person immer noch hier wäre, wäre die Person sofort verdächtig. Es gibt keinen Grund für den Täter, einen solch wichtigen Beweis einfach dort zu lassen. Das stimmt. Und das Video ist nicht in dem Zimmer, was bedeuten würde... Genauso wie wir dachten. Das Video war das Motiv. Ja, das ist die beste Erklärung, die mir einfällt. Okay. Wir haben ja das Motivvideo von Kaito. Hm. Was ist los, Shuichi? Ah, nichts. Oh, und übrigens. Ich habe darüber nachgedacht, dass... Vielleicht hätten wir uns tatsächlich all die Motivvideos zusammen anschauen sollen. Was? Sie haben uns die wichtigsten Leute in unserem Leben gezeigt, richtig? Also, vielleicht hätten wir uns die Videos anschauen sollen. Ohne die Wahrheit ignorieren zu sollen. Zu der Zeit damals habe ich Kibo zugestimmt. Aber nachdem ich noch mehr darüber nachgedacht habe, habe ich meine Meinung geändert. Und wenn wir uns darüber Sorgen gemacht hätten, sie uns alleine anzuschauen, dann hätten wir uns sie auch einfach zusammen anschauen können. Wir hätten sie uns zusammen anschauen können? Ja, wir hätten uns irgendwo versammeln sollen und uns zusammen die Videos anschauen sollen. Wir hätten die Motive teilen sollen. Selbst wenn es etwas ist, für das man alleine nicht stark genug ist, zusammen mit den anderen wäre es möglich. Das ist Kooperation, richtig? Das hat Kokichi versucht zu tun. Hä? Kokichi hat versucht, dass wir alle zusammen diese Videos schauen. Deswegen hat er uns alle in denselben Raum gezwungen. Glaubst du, dass es seine Art war, zu kooperieren? Denkst du das auch? Nein, wenn es das ist, was er wollte, hätte er uns einfach fragen können. Das ist zumindest das, was eine normale Person tun würde. Aber das Ding ist, er ist nicht normal. Vielleicht wollte er wirklich, dass wir zusammenarbeiten. Aber man kann es nicht mit Sicherheit sagen. Er würde es uns niemals sagen. Das stimmt. Es ist unmöglich zu wissen, was Kokichi denkt. Ha. Aber vielleicht hat er das wirklich gemacht, damit es nicht erneut zu einem Mord kommt. Na gut. Damit hätten wir auch das geklärt. Verlassen wir mal diesen Ort und begeben uns an den nächsten. Jetzt müssen wir nur noch in Ryomas Labor gehen, oder? Ich meine ja. Na gut, na gut, na gut. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns jetzt mal und versuchen so möglichst schnell zu Ryomas Labor zu kommen, wenn ich das hier irgendwo finden würde. Das ist nicht das hier, ne? Nee. Hier, okay. Kann ich mich hier irgendwo hin teleportieren? Okay.
So, da wären wir auch schon, aber ich habe da gerade noch irgendwo Leute gesehen, glaube ich. Warte mal. Das hier ist das Labor von Ryoma, ne? Gehen wir erstmal hier rein. Und danach reden wir dann mit anderen Leuten, falls sie wirklich da waren. Oder vielleicht waren das einfach die Leute, die hier in diesem Zimmer sind? Nee, hier ist niemand, genau. Das hier ist das Labor von Ryoma. Wenn ich recht habe, dann waren die... Dann kamen die Handschellen aus diesem Zimmer. Das würde bedeuten, dass der Täter hier war. Der Täter hat vielleicht irgendwelche Hinweise hinterlassen. Irgendwelche Spuren. Dieses Zimmer hier sieht etwas anders aus, als letztes Mal, als ich hier war. Irgendetwas scheint anders. Was ist los, Shuichi? Ah, nichts. Nun auf jeden Fall, lass uns herausfinden gehen, wo diese Handschellen herkamen. Okay, das sollten wir vielleicht zuerst mal machen. Okay, hier haben wir das übliche Zeug. Hier diese Maschine, die wir uns auch nicht mehr anschauen können. Okay, noch eine Maschine, Maschine. Tennisschläger. Netz, Kaito. Hast du noch irgendwas zu sagen? Also, du glaubst, dass die Handschellen aus dem Tank von hierher kamen, richtig? Okay, ja genau. Ja gut, hier ist sonst nichts, ne? Außer diese Tür. Was? Oh! Oh! Huh. Das ist das erste Mal, dass ich hier in diesem Zimmer bin. Ein Duschraum, aber es fühlt sich nicht wie das Labor des ultimativen Tennisspielers an, sondern viel eher das Labor des ultimativen Gefangenen. Huh. Glaubst du, dass es absichtlich so gemacht wurde? Haben sie die Dusche echt nur deswegen so gemacht? Ja, ich glaube schon. Oh Mann, echt schlechter Geschmack von Monokuma. Nun, das wussten wir bereits. Hier haben wir auf jeden Fall die Handschellen. Und da sehen wir, ein Stück fehlt. Zumindest wenn wir annehmen, dass bei der vierten Schraube dort noch ein weiteres Paar war. Dort sind sie. Das sind die Handschellen. Schau mal, Kaito. Dort hängen Handschellen an der Wand. Oh, sie sehen genauso aus wie die, die in dem Aquarium waren. Moment, sind es dieselben? Ich glaube schon. Schau dir das mal an. Siehst du, einer dieser Haken ist leer. Okay, das heißt, die Handschellen waren vielleicht von hier. Das bedeutet, dass der Täter auf jeden Fall hier war. Okay, hätten wir auch das. Was hat es hiermit auf sich? Mit diesen Gefangenenklamotten? Na gut, die hatte er zumindest nicht an. Ist das noch irgendwas hier? Dieses Waschbecken hier, okay. Ein ziemlich großes Waschbecken aus Stein. Man könnte das Waschbecken mit einer Menge Wasser auffüllen. Hä? Was ist das? Dort sind jede Menge Kratzer an dem Stein. Als ob irgendetwas dagegen gekratzt hätte. Du hast recht, aber was genau hat für diese Kratzer gesorgt? Diese Kratzmarkierungen sind auf jeden Fall nicht normal. Sie wurden wahrscheinlich von irgendeinem Metall gemacht. Das ist interessant. Damit hätten wir auch das. Ist hier noch irgendwas? Das Fenster vielleicht? Dieses Fenster hier ist nicht durch irgendwelche Drähte oder so blockiert. Könnte es vielleicht sein, dass das Fenster ist, das wir gesehen haben im Poolbereich? Es könnte vielleicht sein. Ich schaue es mir mal an. Ja, das ist es definitiv. Aber man darf nicht in den Pool während der Nighttime. Dann würde man natürlich von den Exisals umgebracht werden und die Sirene würde spielen. Aber dazu kam es bisher nicht. Er hat aber gesagt, dass zumindest keine lebende Person dort war. Das könnte vielleicht ein Hinweis sein. Warum hat er gesagt, dass dort niemand Lebendes war? Ich glaube, er wollte uns damit sagen, dass es nicht gegen die Regeln verstoßen würde, wenn eine tote Person dort wäre.
Was bedeuten würde, dass es möglich gewesen wäre, dass eine Leiche während der Nighttime in der Turnhalle oder im Pool war. Also könnte es vielleicht sein, dass Ryoma, nachdem er umgebracht wurde, in die Turnhalle gebracht wurde? Aber weißt du, es würde keinen Sinn ergeben, seine Leiche dorthin zu bringen, wenn man dort nicht mal selbst reinkommen würde. Ah, ich weiß nicht ganz, ob man das wirklich sagen kann. Moment, was ist das? Schau dir das mal an, dort sind ein paar Kratzspuren an dem Fensterrahmen. Ja, als ob irgendetwas dagegen gekratzt hätte. Okay. Dieselben Markierungen hier nochmal. Jetzt verstehst du es, richtig, Shuichi? Was? Wie großartig ich bin, dass ich etwas so Wichtiges gesehen habe. Das ist aber auch so ziemlich das Einzige bisher, oder? Und das alles an einem Tag Arbeit. Von Kaito, dem Leuchtkörper der Sterne. Okay. Na gut, damit hätten wir auch das. Dann wären wir hier wahrscheinlich auch schon fertig. Und wir hätten noch mehr Hinweise gefunden, als wir dachten. Zusammen mit der Tatsache, dass das hier das Forschungslabor von Ryoma ist, gibt es zu viele seltsame Dinge, damit das einfach nur ein Zufall ist. Es muss ein wichtiger Hinweis sein. Es scheint, als hättest du etwas herausgefunden. Du wirkst selbstbewusster. Gut, dann zum nächsten Ort. Was gibt es noch? Hä? Gibt's noch was? Wirklich? Ich dachte, wir wären fertig. Hä? Ja gut, wir können auch mit den Leuten reden, die ich gerade angesprochen habe. Aber ansonsten... Ach, haben wir hier noch was? Also, wo sollen wir als nächstes hingehen? Als Kaito aus dem Duschraum kam, stolperte er und fiel auf den Boden. Was zum Teufel? Ich bin über irgendetwas gestolpert. Ah, es sieht aus wie ein Kabel. Ist das für das Tennisnetz? Mann, wer auch immer das hier liegen gelassen hat, hätte es einfach in die Ecke packen sollen. Moment, das Tennisnetz? Ich verstehe. Deswegen fühlte sich dieser Raum so seltsam an. Ich sollte mir das nochmal anschauen. Ah, das Tennisnetz ist gar nicht gespannt. Der Grund, warum dieses Zimmer so anders wirkte, ist wegen dieses Netzes. Das letzte Mal war das Netz vollkommen gespannt. Aber jetzt, wo das Kabel weg ist, nicht mehr. Also hat irgendjemand das Kabel weggemacht, aber warum? Kaito, kannst du mir helfen? Ich möchte messen, wie lang dieses Kabel ist. Das brauchst du nicht. Es ist etwa 50 Fuß lang. Kann hier jeder in diesem Spiel sofort erkennen, wie lang irgendwie Seile und Kabel sind? Was zum Teufel? Was? Oh, ich war in einem Tennisclub bis in der Middle School. Deswegen weiß ich, wie lang ein solches Seil ist. Oder Kabel. Du warst im Tennisclub? Deswegen pisst es mich so sehr an, dass Ryoma sich so verhalten hat. Kanntest du Ryoma etwa von zuvor? Ich habe ihn niemals kennengelernt, aber ich habe eine Menge von ihm gehört. Ich meine, heutzutage gibt es niemanden, der Tennis spielt, der nicht von ihm gehört hat. Er ist seit der Middle School eine Tennislegende. Er war wie ein Held für jedes Kind, das Tennis gespielt hat. Und dann, als ich ihn endlich kennengelernt habe, wurde er zu einem Feigling. Das hat mich so sehr angepisst, dass ich einfach zu hart zu ihm war. Aber das jetzt zu bereuen, wird auch nicht helfen. Es gibt nichts, was ich tun kann. Also, was ist verdächtig an der Länge dieses Kabels? Stört dich daran irgendetwas? Nein, nichts Spezifisches. Ich wollte es mir nur mal anschauen. Also selbst kleine Details stören einen Detektiven, ha? Wie eine anmaßende Schwiegermutter, die sich kleinlich bei einer jungen Ehefrau beschwert. Was ist das für eine Analogie? Gute Frage, aber das sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Damit hätten wir auch das fertig. Aber anscheinend haben wir immer noch was, was wir uns anschauen sollten.